Tja. Oh, er ist rot. Das heißt, er steht gleich auf. Das ist gut. Da kann man sich, wenn man ein bisschen aufs Detail achtet, kann man doch die Crimson Zombies doch sehr gut unterscheiden. Müsst ihr euch mal davor nochmal anschauen, wo der lag. Da hat man auf jeden Fall gesehen, dass der nicht so, dass der schön blass war. Und auf jeden Fall. So, warte mal, wir machen das jetzt, wie machen wir das? Ich würde mal sagen, wir tun mal hier die eine Modus rein. Die war hier vorne bei den Gamecube-artigen Dingen. Aber schon mal ein bisschen Platz wieder auf Tasche. Wie ist denn jetzt eigentlich hier der Zombie gestorben? Ich glaube, den haben wir ja mit der Granate den Kopf weggerammt, ne? Genau, der ist weg. Gut. So, Modisk verwenden. Ah, okay, man speist sie damit ein, okay. Übertragung des Passwortes freigeschaltet zu haben. Ah, und schon haben wir Platz. Sehr gut. Vielleicht sollten wir dann mal zurück und nochmal eine Modisk mitnehmen. Oder beide einfach mal mitnehmen. Kann ich hier schon was drücken? Ah, tatsächlich. Da kann man schon was drücken. Machen wir später die Modus-Coin. Erstmal schauen wir uns hier um. Sonst habe ich nachher, finde ich noch irgendwas und ich habe keinen Platz in der Tasche. So, Hochspannungsschlüssel. Wenn wir nutzen, ja. Mal gucken, was hier Schönes drin ist. Okay, irgendwie gar nichts. Ah, das kann man schieben. Hm, hört sich nach Kakerlaken an. Wir haben aber laute Kakerlaken. Hm. Obwohl, das hört sich ziemlich laut an. Ihr hört das auch, oder? Also, was ist hier noch? Ah, da. Ah, hier kann man durch. Ah, jetzt ist man in einem anderen Raum. Okay, warte, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen besser um. Komisch, dass sie hier so laute Kakerlakengeräusche eingebaut haben. Schon sehr skurril. Was ist denn jetzt? Wow! Okay. Also das war keine Spinne. Die lässt ja Maden fallen. Okay, dann gehen wir doch mal hier rein. Wo kam das Vieh denn her? OP-Tisch voller Blut. Sieht auch nicht aus, als wenn ich... Wow! Was ist das? Das sind diese Viecher, wovon ich gelesen habe. Kopf weg. So, die hat der jetzt hinter sich. Komisch, hier ist nichts. Da muss tatsächlich irgendwo was sein. Aber wir können uns hier auch frei bewegen, sehe ich. So, gehen wir mal. Was passiert, wenn ich hier durchgehe? Achso, dann sind wir hier. Ach so, dann war hier bestimmt irgendwas, was ich jetzt dazu zugeschoben habe. Ja, schade. Hätte ich das mal vorher gewusst. So, dann geht's hier ja auch noch lang. Wo kommen wir denn hier raus? Wo sind wir denn hier? Jetzt sind wir hier wieder. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Hä? Wenn wir hier waren wir doch. Ah, nee, genau. Ach, hier kann man eine Modisk reintun. Sehr schön. Hier haben wir schon wieder einen Spot gefunden für eine Modisk.
Okay, haben wir alles. Komisches Hin und Her hier. So, dann holen wir doch nochmal eine Modisk. Würde ich sagen, und tun die da rein. Warte mal, wenn wir jetzt eine Modisk holen, ach, dann müssen wir ja... Dann müssen wir ja jetzt hier oben gegen den blöden Zombie kämpfen. Okay, er liegt noch. Okay, haben wir. Na, ich freue mich schon richtig auf den Speed und Knife Run. Wenn wir einfach an den einfach vorbeilatschen, aber dafür gönne ich mir jetzt erstmal kurz mal einen Schluck. Schon spät, Alter. So, wo habe ich denn hier meine Modisk? Da war eine Modisk. Boah, eigentlich könnte ich ja mal eine zweite Modisk mitnehmen. Weil auf jeden Fall haben wir ja gleich einen Platz frei. Wer weiß, vielleicht ist ja auch schon die nächste irgendwo in der Nähe. So, dann müssen wir jetzt hier rein. So, und jetzt ist hier alles vollgestellt, oder was? Okay. So, Modisk. Gut, da haben wir schon mal das zweite Schloss geriegelt, entriegelt. So. Sieht ja schon mal gut aus. So, wie schaut das aus eigentlich hier in dem Raum? Haben wir auch alles gut. Bewegt sich nicht, festgerostet. Okay, dann müssen wir hier lang. Ich hoffe mal, dass denn die andere Tür aufschließbar ist. Ja klar, gut. Dann haben wir wieder Platz. Ja, siehst du, so schnell kann man zwei Plätze wieder frei. Oh, die Tür ist auch schon wieder verrostet, Alter. Weiß, eingefroren. Ich höre doch hier irgendwas rumklackern. Okay. Muss man ihn lassen. Harte Fresse hat er. Also die Testperson oder Probanden, was er ist, Alter. Dann haben wir erstmal den Arm abgeschossen. So, da ist noch alles... Platz, dann müssen wir erstmal hier rein. Hey, ein Safe-Raum. Sehr, sehr gut. Und da haben wir noch Munition. Und noch einen Ink-Robin. Würde ich doch mal sagen, dann speichern wir jetzt noch einmal. Dann war es das mit Speichern. Oder?
Nee, wir speichern jetzt noch nicht. Man muss es ja nicht übertreiben. Wir sind ja hier nicht von der Schisshasen-Brigade. Außerdem haben wir ja noch eine schöne Magnum dabei. Okay, das war's. Ich mag diese Melodie. Sie erinnert mich immer ein bisschen an Donkey Kong Country 1 in so einem Level. In so einem Eislevel in der Höhle. Tja, dann wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall, da geht's nicht lang, da ist Dampf. Wow! Boah, der ist aber hart, Alter. Der steckt mal eben so ein Kaliber 12 weg. Ist das was wie Riesenkakerlaken oder sowas? Ich hoffe mal, dass Menschen das nicht waren und sich Menschen in Kakerlaken verwandelt haben. Okay, haben wir. Verdammt, einen Schuss daneben gesetzt. Oh, was haben wir denn hier? Achtung, Explosionsgewehr, Treibstoff nicht schütteln. Ein Nachtankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil der drin Treibstoff gibt. Eine leere Kapsel. Dann können wir ja die hier mitnehmen. Leere Kapsel ist ja gut, dann haben wir schon mal die Kapsel. Boah. Kopfschuss. So, mal schauen, wo es jetzt hingeht. Okay. Das wird eng. Wenn hier liegt hier was? Ah, hier können wir die Motisk benutzen. Das ist schön. So, dann gib mal her hier. Sehr schön. So, jetzt hier noch weiter. Wow! Wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten. Wer weiß, wie viele es von diesen Kakerlaken gibt, Alter. Schön heiß hier in der Bude. Headshot. So, irgendwas ist hier in dem Raum. Auf jeden Fall. Ah, eine Granate. Hm. Warte mal kurz auf die Karte, von hier aus auf die Karte gucken. Hier, wir haben nichts mehr. Okay, wir müssen die Dinges einsetzen. Wollte es ungern machen, aber... Haha! Alter, das ist ein Wumms, Alter. Und hier ist jetzt wieder kühler. Ich hab seinen Kopf weggeschossen, der lebt noch. Er hat mir eine verpult, obwohl der Kopf weg ist. Ist das krass, Alter. Was ist das hier? Der Hauptaufzug hat keinen Strom. Starten? Gescheitert. Ach so, okay. Dann müssen wir das jetzt so machen. Aber ich muss das hier erstmal einsetzen, sonst bin ich nämlich tot. Ich hoffe mal, dass wenn wir mit der Knarre ballern, dass es denn in Sachen Rückstoß, dass uns den nicht fertig macht. Aber den Treibstoff müssen wir ja zum Glück woanders reintun. Den tun wir ja rechts weiter rein. Und zwar nämlich hier in dem Raum. Hm.
Genau, hier tun wir den. Muss ich mir merken, dass ich denn hier nach rechts abbiege. Dann muss ich ja doch jetzt die ganze Munition mitnehmen, die wir für die Magnum haben. So, das nehmen wir auch sicherheitshalber mit. Kann ja nie schaden. Ich glaube, ich werde erstmal, bevor wir da reingehen, werde ich doch erstmal gucken, was ich da mit dieser Modisk aufgemacht habe. Schön ist, solange der, ich glaube, solange dieser Zombie da sind, kommen diese scheiß Insektenviecher nicht in diesem Gang. Also wenn man sich den schön aufhebt, kann man eigentlich eine Menge mitmachen. So, Schalter bitte. Ja. Das Schöne ist, man muss es jetzt echt nochmal drücken. Das sind halt Oldschool-Games, ne? Da hat man noch nicht, ich drücke jetzt alles für einen Knopf für alles. So, mal gucken, was wir da drin haben. Vielleicht eine geile Waffe oder so. Wie schaut's denn hier aus? Platz haben wir ja noch. Aber nur 27 Schuss insgesamt. Ist nicht viel. Hier ist auch nichts, okay. Chris? Hey! Jill! Chris, Wesker's the... I know. I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. Sehr schön, da haben wir ja mal Jill gefunden. Das gefällt mir. Jill lebt also noch. Sehr gut. Wesker hat sie nicht getötet. Dann müssen wir nur noch Barry finden.